Servus Leute, zurück zu Banished. Im Versuch, alle Achievements zu bekommen. Das erste, die harte Grenze, die wir erreichen müssen, ist nach 100 Jahren 300 Einwohner. So. Dazu müssen wir expandieren. Wir brauchen aber jetzt erstmal Ressourcen. Stein, Eisen ist immer gut. Gut, wir brauchen jetzt nicht so viel Eisen. Lieber mehr Stein. Genau, hier wird jetzt auch abgebauter Stein. Wir brauchen nämlich neue Häuser. Ich bräuchte allerdings auch was gesamt gesehen ziemlich wichtig ist, auch ein Rathaus. Weil mit einem Rad kostet es 124 Stein, Alter. Ja, das ist zu teuer. Ich würde es zwar gern haben, aber es ist viel zu teuer. Hier oben ist ein schönes Gebiet. Zum Abfarmen. Wenn ich dort oben den Stein abgebaut hätte, dann läuft's eigentlich. Ich muss von überall die Ressourcen ansammeln. 5 Arbeiter ist ein bisschen wenig, aber gut, das muss reichen. Kinder werden geboren, das ist in Ordnung. 31 Einwohner haben wir schon. 10% geschafft sozusagen. Und das nach nicht mal 10 Jahren. Wir liegen gut in der Zeit, würde ich behaupten. Wichtig ist, dass hier ordentlich produziert wird. Neben den Bauarbeitern, die hier alles abbauen. Stein. Zum Beispiel. Dann kann ich mir auch recht schnell das leisten. Dann kann ich mir recht schnell hier ein Rathaus leisten. Das machen wir. Wo machen wir denn das? Was unten hin? Oder hier hin? Hier wäre eigentlich auch eine Option. Rathaus. So groß ist es ja dann doch nicht. Ich habe schon die Vorstellung, dass es hier am Marktplatz ist. Und da hier sowieso so eine hässliche Ecke ist, wäre eigentlich hier okay. Gut, die Nahrung ist wieder am Peak angelangt. Können wir eigentlich wieder stoppen? Also da können wir bei der Nahrung können wir wieder was dagegen machen. Nahrungstechnisch schwupp. Haben wir jetzt wieder Platz. Ist ja jetzt alles zum Marktplatz übergegangen. So viel Fleisch, Nahrung, unterschiedlichste Nahrung auch noch. Das ist gut. Die ernähren sich zumindest ausgewogen. Wir brauchen gar keine Farmer. Das kommt dann alles später, wenn wir unser Achievement geschafft haben. 400 Einwohner ohne Farm, Obst, Plantagen und Viehzucht. Und im Moment läuft es. So. Überlegen. Oh, jetzt müssen wir eigentlich genügend, oder? 124? Ja. Wir haben genügend. Rathaus an den Markt, bitte. Vielleicht habe ich noch ein bisschen zu viel markiert. Oh ja, das Gebiet ist so riesig. So viel brauchen wir gar nicht. Ah, das dort unten kann man einsammeln. Hier, das dort unten habe ich da gemeint. Das ist in Ordnung, aber das ist zu weit weg.
Wir haben zwar gerade noch die sommerliche Temperatur, aber das wird sich bald auch ändern. Wichtig am Rathaus eigentlich ist nur... Was heißt nur? Es sind zwei Sachen am Rathaus wichtig. Erstens, es boostet meine Menge an Leuten, weil immer wieder mal so ein paar... Ja, wie heißen die? Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Ist mir jetzt entfallen, aber da kommen immer Leute an, die wollen hier... Asylbewerber kommen da an und wollen hier in mein Dorf, in meine Stadt. Und so kann ich die Geschwindigkeit, mit der ich die Einwohnersteiger schon stark erhöhen. Kommen auch angeblich immer, wenn man ja einmal ja gesagt hat, immer mehr. Also wenn man einmal den kleinen Finger gibt, dann wusch, ist die ganze Hand weg. Und der Arm wird auch schon gierig angeschaut. So habe ich es zumindest verstanden. So, kommt schon. Ach, das ist doch lästig. Ihr seid so vorbildlich. Hört aber bitte auf. Arbeitet da lieber. Ja, jetzt wird's schon kalt. Brauche ich einen Brunnen hier? Hier direkt einen Brunnen? Was ist low? Firewood. Da können wir was dagegen machen. Go. Arbeite. Mach Firewood. Holz haben wir. Holz ist gut. Holz sind wir sehr gut positioniert. Aber wirklich, dort oben hätte ich jetzt schon vorgeschlagen, dass wir noch so ein Gebiet machen. Das können wir mit mehr Arbeitern machen. So um die 10 vielleicht. So, 5 Arbeiter. Oh, ich habe keine... Also, ist ja sowieso noch nicht alles voll hier. Ich wollte gerade sagen, oh, ich habe noch gar keine Bauarbeiter. Das macht nichts. Sehr schön. Läuft. Jetzt noch Eisen hin. Ja, komm, slow. Quatsch nicht. Das ist für Maßstäbe hier. Und gleich. Schwupp. Arbeitet. Sehr gut, weil dann habe ich dort oben rechts die Statistik mit dem Nahrungsverbrauch. Dann habe ich das besser im Blick. Nicht da und hier unten auf die Nachrichten warten. Häuser brauchen wir als nächstes. Häuser. So, wie viel können wir gerade machen? Wir haben genügend Stein für 2 weitere Häuser. Dann machen wir 2 weitere Häuser. Hier noch eins und hier noch eins. Die Nahrungsproduzenten habe ich schon voll ausgelastet. Oh, das könnte dann bald wirklich notwendig sein, einen zusätzlichen Gatherer oder sowas hinzumachen. Sehr schön. Die Statistik von Nahrung hätte ich gerne. Ja, perfekt. Ein Jahr, machen wir 2 Jahre. Dann sehe ich das besser. Habe ich das besser im Blick? Gut. Wir erhöhen die Häuser. Wir haben das Jahr 10 dann gleich. Und sind immer noch bei 32 Leuten. Ich überlege gerade, vielleicht mache ich hier noch sicherheitshalber wirklich einen Gatherer hin.
Ressourcentechnisch habe ich's ja. Oh, du bist allein? Toll. Ich sollte dem Makler echt sagen, Single-Haushalte werden hier nicht verkauft. Das geht doch so nicht. Wenn das jetzt 12 Stein verbraucht. Moment. Huch. Generell viel. Viele Arbeiter. Können wir ein bisschen steigern. Ah, crushed by a rock. Da schicke ich gerade einen Stonecutter da rein und schon wird sie zerschmettert. Was wenigstens die? Ey, das könnte sogar. Das könnte wirklich die gewesen sein. Die einsame Frau. Das ist schon tragisch. Nein, Elle. Ich glaube, Elle war jetzt 38. Die hat dann sich jetzt einen Mann geangelt. Ja, ist okay. Oder der Mann war von der anderen. Und jetzt ist er halt, hat er halt sich gesagt, oh, ich bin verwitwet und oh, go, go. Bum, bum. Sehr schön. Der Laden wird fertig. Dann können wir wirklich uns auf die Produktionssteigerung konzentrieren. Garrus Huts sind sehr effizient. Die bringen 4 verschiedene Arten von Nahrung und das ist in einer ordentlichen Menge. Braucht trotzdem mehr Häuser. Ein Haus könnte ich auch machen. Da reichen die Ressourcen. Ein Steinhaus. Da haben wir hier so ein Zirkel des Todes. Prozent. Wir haben schon ordentlich rausgeholt aus dieser Quarry. 3 Kinder. Geil. Irgendwie so im Frühling, da sind die am aktivsten, wie es scheint. Holz. Holz geht jetzt auch langsam zur Neige. Wobei, wir brauchen nicht so viel. Lieber einen Holzfäller. Wir brauchen. Forster. Ja. Mach ich lieber noch so einen. Für doppelt so viel Holz. Oh, wobei. Das ist eine gute Ausbeute. Kann ich mich nicht beklagen gerade. Nächstes Haus ist gleich fertig. Sehr geil. Schubdawub und ein junges Pärchen drin. Perfekt, so will ich das sehen. Dann reicht kein... Wir haben nicht genug Stein, um das nochmal zu machen. Das ist ja garstig. Firewood? What? Du arbeitest. Ach du Heilige. Brauchen die so viel Firewood jetzt schon? Ratzeputz ist da alles weg. Ratzeputz ist auf einmal wieder so viel da. Warte. Irgendwas. Achso, da hat wahrscheinlich der von dort Firewood geholt oder so ähnlich. Ah, so. Naja. Holz ist low. Ja, das will ich ja gerade. Da will ich ja gerade gegenwirken. Kann ich den Grafen noch verkleinern? Nee. Muss so groß sein. Naja, okay. Auch immer schön ist, die Population anzuschauen, ob das steigt. Aber ja. Läuft. Erste stirbt in hohem Alter. Okay. Wenn die anfangen auf einmal alle zu sterben, dann wird der Friedhof zu klein.
Holz ist low. Hallo. Hallo. Könnt ihr da nicht ein bisschen schneller sein? Okay, sehr gut. Nahrungstechnisch sind wir versorgt. Das heißt, ich brauche... ich sehe gerade Stein, ist wieder da für ein neues Haus. Auf zwei verteilt, das sollte passen. Dann müssen wir das einfach mal im Holz und so beobachten. Wenn das nicht reicht, also da können wir einiges hier abreißen. Ich frage mich, ab wann die Arbeiter werden, wenn man keine Schule hat. 11? Mit 11 Jahren? Das ist ein gutes Alter. In den Holzhütten sind noch die alten Leute. In den Steinhütten sind schon die neuen. Das ist auch in Ordnung. Tools. Tools ist low. Das ist so ein Problem. Weil auch Tools braucht Holz. Ich habe gerade keine ganz normalen Arbeiter mehr. Evil. Das ist absolut evil. Ein Fischer weniger. Ich brauche jemanden nämlich, der da Zeug hinbringt. Tools. Eisen ist okay. Wie schaut's hier aus? 20 pro Season. Naja. Kann man besser. Wie sieht's hier aus? 70 in der Season. Das ist auch nicht so prickelnd. Tools, Holz ist low. Beides ist low. Sobald das Haus fertig ist, wird hier abgeholzt. Tools ist low. Nee, da brauche ich bloß Holz. Zeit. Hier ist genügend Holz zum Abholzen. Du musst nur das fertig machen. Dann darfst du Holzfäller spielen. Na komm. Ja, ja, ja. Nein! Verdammt! Jawohl. Na toll. Ja. Okay, die zwei sind dann jetzt mein Holzfällerkommando. Alle Ressourcen removen, bitte. Hier. Erstmal hier. Da ist alles dabei. Holz, Beeren, Kräuter, was auch immer. Finde ich interessant, dass die echt Probleme haben mit dem Feuerholz. Vielleicht die noch. Das war gerade tatsächlich. Justerlin? Rancis? War da gerade ein Mann, der Justerlin hieß? Kurios. Dabei wollte ich gerade auf den Button klicken, dass das Haus abgegradet wird. Aber andererseits, wir brauchen jetzt erstmal das Holz. Ja, ein neuer Arbeiter, sehr gut. Und weg ist der Arbeiter. Ja, jetzt beginnt die Zeit, Generationswechsel.
So, das Haus wird abgebaut. Die zwei alten Leutchen, die können draußen rumrennen. Es ist ja Frühling. Ja, es wird ja wärmer. Also von daher ist es zumutbar. Ihr seid gerade in Umbaumaßnahmen. Müsst halt damit leben. Einziges Problem ist, brauche ich da jetzt einen Arbeiter? Arbeiter hinzu. Jetzt bin ich mal gespannt. Brauche ich da jetzt noch irgendwas großartig? Ein Kind, das ist gut. Weil das Lager muss entleert werden. Ach so, das macht gerade keiner, weil... kann ich das reclaimen? Ja, das macht gerade keiner, weil hier jetzt noch zu viel zu tun ist. Naja, dann lassen wir die Holz machen. Wie schaut's denn hier aus? Bist du gut am Arbeiten? Ja. Tools ist auch in Ordnung. Nahrung ist in Ordnung. Wir sind noch im 11. Jahr. Und jetzt beginnt die Generation auszusterben. Die erste Generation. Wir haben 33 Leute. Hier kam ein Kind zur Welt. Sehr schön. Ja, im Moment haben wir genügend Platz, würde ich sogar sagen. So viele Kinder. Ah doch, die... Ah, aber die sind Geschwister, oder? Also ein Haus wäre da noch Platz. Hätte ich das Holz übrig bloß. Halt, nee. Wobei Eisen... Ah, ich brauche alles. Brauche auch den Stein. Nahrung ist das, was ich jetzt einsparen kann. Davon habe ich jede Menge. Genau, jetzt mit mehr Leuten, da geht schon einiges. Und die sammeln ja auch ein bisschen Nahrung. Hier, ein paar Beeren und so. Das gleicht sich sozusagen aus. Dafür, dass da so viele Bäume fällen, wächst der Holzvorrat aber nicht so hoch. Irgendwas passt da nicht. Das sind billige Häuser, Bäume. Die Häuser sind sowieso billig. Kann man noch ein Steinhaus machen. Tja, in die Mitte. Wenn man die Mitte machen kann, das frage ich mich zwar, aber puh, wüsste jetzt nichts. Neue Arbeiter, sehr schön. Komm, baut das Haus. Verflucht. Warte mal, da war ein 10-Jähriger. Der ist schon Arbeiter. Mit 10 Jahren werden die schon Arbeiter. Sehr gut. Das ist schon blöd, dass sie nicht multitasking-fähig sind. Sozusagen erst... Eins nach dem anderen abmachen. Also erst das, und wenn ich danach was mache, das ist so eine Pipeline ähnlich. Labora, Labora. Sehr schön. Da habe ich wieder jede Menge potenzielle Arbeiter. Dass diese Pilze und alles nicht abgebaut werden. Die sind wohl nachgewachsen. Holz ist wieder low. Unglaublich. Aber wenigstens mit dem Firewood klappt gerade. Glaube ich. Theoretisch.
Wir müssen halt schnell noch diese Holzhäuser dann umbauen. Das werden wir aber jetzt beim nächsten Mal machen. Ja, okay. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.